Weiter geht's. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Dann kurz auch. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Ja, danke. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Danke. Oh, ey, ohne Scheiß. Ich schmeiß dich da gleich vor die Axt. Was soll das denn jetzt schon wieder? Scheiß auf die Liste, ja. Ey, ich schub sie gleich in die Axt da rein. Boah, und so ne... Sturmmantel. Manche hier in Helden nennen euch einen Held. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. So, jetzt kamen wir, würde ich mal sagen. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Zum Eingemachten. Gute Nacht. Ja, jetzt habe ich den Moment genommen. Aber ihr könnt euch ja denken, was passiert ist. Und da glitscht noch ein bisschen durch den Boden. Gerechtigkeit! Ja. Tod den Sturmmänteln! Ja. So furchtlos, wie er im Leben war. Für die Liste. Nord, ihr seid dran. Nur nach der Liste. Können wir nicht nach der Liste gehen. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Boah, diese Alte, ne? Kann ich immer gar nicht. Wollte nicht erstmal die Leiche da weg. Hallo? Wollte nicht erstmal die Leiche da wegräumen? Hallo? Hi. Aua. Oh, guten Tag. Hi. Hüpfi. Oh Gott. Was so? Was war da? Hallo? Hinter dir? Hi. Wie geht's? Ein Drache. Wie ist das möglich? Alter, putz dir mal die Zähne. Ja, oh Gott. Alter, da werde ich halt nicht bewusstlos, du. Bei dem Atem. Meine lieben Freunde. Ja, bin dabei. Hi. Das ist schön. Warum fließt du oder so? Ja. Weiß nicht. Hm? So, ja. Flüchten, genau. Steine brennen, das macht sehr viel Sinn. Brennende Steine. Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los! Jetzt! Hoch durch den Turm! Los! Ja, okay. Ich, oder du. Hier entlang! Ja, bin dabei. Ich komme doch schon. Ah, lass mich vor. Rettung. Rettung. Uah. Okay, doch keine Rettung. Doch keine Rettung. Schlechte Idee. Aua. 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 Geh weg. Oh, hi. Ist warm, ne? Mhm. Kommst du doch mal. Wo geht's jetzt lang? Ja, komm mal hier. Ah, es geht weiter. Ja, wir kommen doch hier weiter. Ach Gottchen. Soll ich da einfach hinspringen? Oh Gott! Hilfe. Da. Ha. Parcours. Tapfer, Junge, das macht ihr sehr gut. Danke. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Mami? Oh, ja, ich komme schon. Selbst in Navi, wie es geht. Die Götter mögen euch leiten, Atwa. Hi. Jetzt geh. Mausempfindlichkeit ist ein bisschen niedrig. Ich hab das Gefühl, oh Gott. Bleib nah bei der Wand.
Okay, ich drück mich an die Wand, ich drück mich an die Wand, ich drück mich an... Oh Gott! Alter. Also, den will ich nicht abkriegen. Griff. Da fliegen schon die Feuerpfeile. Ah, was zum... Was zum... Was zum... Teufel? Was zum Teufel war das denn jetzt? Hä? Was war das denn? Was war das? Hä? Ja, ich bin doch in deiner Nähe. Dreh dich doch mal um. Was war das, Alter? Wir fliehen, Hagler. Diesmal haltet ihr uns nicht mehr. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach dem Garten. Hier da. Raus in die Festung. Okay. Was? Wie jetzt? Er tritt wie oder? Warum oder? Oh, hi. Was soll denn das? Nein, okay. Oh mein Gott. Warum fällst du denn schon wieder hin? Fällt doch nicht immer hin. Warum fällt mein Typ immer hin? Ich habe schon mal die Anfänge von anderen Leuten hier bei Skyrim gesehen, aber da ist ja noch nie jemand hingefallen. Warum fällt mein Typ immer hin? Mein Gott, ey, habe ich irgendwie getrunken oder sowas? Warum bin ich so. Ja, dann mach doch die Tür auf. Oh, dann gehe ich ihm rein. Mein Gott. Ah, ich wollte ein Gentleman sein, Ladies First und so, aber nein. Boy. Manche Leute. Ach ja, so. Was ist denn jetzt? Ach da. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Jo. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Ja, vielen Dank. Brofist. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Brofist. Oh ja. Was hab ich denn da mal? Ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Ach ja, und es hat begonnen, Skyrim. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Und ich werde auch gleich mal was, wo ich jetzt schon ein Schwert sehe. Etwas zu meiner Kampftaktik sagen, die ich mir schon überlegt habe. Also, leicht überlegt habe. Auf Tab ist Inventar. Das will ich mal aus und das will ich mal aus. Schon mal gut. Waffen, Eisenschwert will ich auch mal aus. So. Ein wenig. Wir sollten ihn bewegen. Was hier drin? Ach, noch ein Helm und noch Gold. Sehr schön. Objekte, Bekleidung. Helm. Das Ding ist immer noch da draußen. Ja, ich hab. Es kann losgehen. Atwa. Mach doch jetzt. Danke. Ich gehe einfach mal vor. Ich weiß zwar nicht, wo es lang geht, aber ich gehe schon mal vor. Atwa. Danke. Wir müssen los. Der Drache zerstört die gesamte Festung. Hab ich schon gemacht, danke. Habt ihr das gehört? Ja. Mach's einfach. Lassen Sie mit sich reden. Ja, hallo. Hier ist Krieg. Es wird Sinn machen, wenn wir uns zusammentun. Das ist ein Drache. Oh. Gott, ey. Die lassen doch nicht mit sich reden, diese Alten. Streithälse, ja. Oh mein Gott, ja. Ist okay. Nicht der richtige Moment spielen. Tut mir leid. Ich wollte gar keinen Finisher ausführen. Ja, lasst mich mal sehen, was der so dabei hat. Es tut mir auch leid, wenn ich manchmal so dazwischen quatsche bei denen, aber es muss manchmal einfach sein. Wer ist Gunja? Hallo, Gunja. Es wird etwas mehr Schaden machen. Diese Eisen, aber ich möchte ein Schwert. Und ich sagte auch gleich was zu. Ich möchte so ein bisschen Ritter... Ich dachte, ich würde sagen, dass ich mich eben kurz gestoppt. Ich dachte mir, dass ich so ein bisschen rittermäßig hier durch die Gegend laufe, und zwar mit Schild und Schwert. Also zweihändig. Und dann fand ich irgendwie voll geil, so die Vorstellung, wenn ich hier mit Schild und Schwert lang zu laufen und dann... Hilfe. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Ach, ungefähr. Was machen ihr denn? Ein bisschen wenig. Raus aus Helgen, sofort! Bin dabei. Und dann fände ich es irgendwie cool, wenn man irgendwann so das eigene Schwert hat, auf das man sich festgelegt hat, und wenn man das dann immer so weiter schmieden würde und weiter verbessern würde. Das finde ich auf jeden Fall cool. Hallo, ich bin auch da.
Hallo? Ah, nicht. Das bist du. Sorry. Hi. Oh, nein, das war ich noch. Mein Gott. Ja, toller Lagerraum. Okay. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich mache es auch so, dass ich euch einfach die also in der ersten Folge, ich weiß nicht, ob die jetzt schon vorbei ist, könnte sein, wahrscheinlich, dass ich euch da dann einfach noch einmal Oblivion-Krise, okay? Dass ich euch dann einfach noch einmal das Unboxing verlinke, was hier auf dem Kanal hier neben kam, auf einem Real-Life-Kanal von Skyrim, so. Jetzt haben wir so ein paar hübsche kleine Tränke, was haben wir hier? Großer Sack mit zwei Tomaten. Vorhin waren da übrigens drei Kartoffeln drin. Daran kann ich mich noch erinnern. Fünf grüne Äpfel. Sonst noch irgendwas? Nö. Oh, hier haben wir noch etwas Schönes. Trank der kleinen Heilung. Episch. Was ist das? Salz. Kann man vielleicht irgendwie gebrauchen? Salz zum Kochen oder so? Keine Ahnung. Hi. Und fertig. Hier entlang. Weg. Damit. Und ja, damit. Die Folterkammer. Ihr Götter, ich... Hört ihr das? Keine Chance. Komm schon!